Da, der König von Deltrimor ist es. Bei Großmutters Bart. Ihr seid ganz schön frech. Schön, okay. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Ja, beim letzten Mal haben wir hier diesen Trupp da wieder gefunden, der von Cave geführt wurde. Und jetzt hier den Aufklärungstrupp. Jetzt haben wir hier einen Brief bekommen. Ach so, scheinbar von Majory in Kashmir. Aufmerksame Leute haben das im letzten Part schon gesehen. Hier bitten um eure Hilfe bei der Abtei. Und da schauen wir jetzt mal in den Posteingang. Alkri, wir sind hier in der Abtei Dormant in eine Sackgasse geraten. Wir würden gern mit dem ansässigen Drachenexperten sprechen, aber er hat sich an einen sicheren Ort tief in der Abtei zurückgezogen. Leider wird der Zugangsschlüssel zu diesem Raum regelmäßig geändert und niemand kennt den aktuellen. Erinnert ihr euch an die junge Exploratorin Campbell aus Pforzheimer? Magistra Makaim glaubt, dass sie den aktuellen Schlüssel hat, aber sie betreibt derzeit Feldforschung in der Silberwüste. Könnt ihr den Zugangsschlüssel für uns in Erfahrung bringen? Um sie davon zu überzeugen, euch den Schlüssel zu geben, müsst ihr folgende Worte wiederholen. Lang lebe der König von Deltrimor! Mejoy Delacqua. Ja, ich weiß, das klingt sehr flüssig. Okay, gut, probieren wir das doch einfach mal. Na? Was soll schon schief gehen? So. Guten Tag. Macht Meldung bei Pakt Taktiker Envolt, okay? Ich bin vorsichtig optimistisch. Was sie da lang gehen sollen, hat der Centurio aber nicht gesagt. Okay. Bin sofort gekommen, als ich euer Leuchtfeuer gesehen habe. Mal kommen da. War zwar ein Risiko, bei dem vielen Staub und Sand in der Luft zu fliegen, aber offenbar war es gerechtfertigt. Ich weiß das zu schätzen, Taktiker. Wisst ihr, wohin Cave und Kernach aufgebrochen sind? Bei Kernach bin ich mir nicht sicher. Aber Cave wollte den Marschall mit den Informationen Meldung machen, die ihr über die Aufstellung und das Verhalten dieser Feinde herausgefunden habt. Diese Informationen sind ausschlaggebend für unsere strategische Planung. Danke. Falls ihr sie seht, sagt ihnen, dass ich mich um etwas kümmern muss. Natürlich, Kommandeur. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Das könnt ihr tatsächlich. Ich suche nach einer Exploratorin namens Campbell. Ah ja, sie traf kurz vor euch ein. Sie ist draußen im Feld bei einer Ausgrabung, nehme ich an. Ich kann ihre Ausgrabungsstätte auf eurer Karte markieren. Ich danke euch für die Unterstützung. Didel, didel, ding. Gut. Aufklärungstrupp abgeschlossen. Sehr schön. Und weiter geht's. Hui, und wir machen es uns angenehm. Aber eben großteils im Zuge dessen, was halt für die Story okay ist. Zumal wir ja auch in den Instanzen können wir ja gar keine Reittiere nutzen. Deswegen, da müssen wir laufen. Damals gab es keine Reittiere, da müssen wir selbst wieder laufen, auch wenn wir welche haben. Oh, das Meta ist gerade aktiv. Okay. Wurde auch ganz gerne immer zum Farmen genutzt, diese Karte, zum Goldfarmen. Weiß gar nicht, inwiefern das jetzt noch aktuell ist. Aber ja. Ui. Ach, sie war das, okay. Ich erinnere mich wieder. So, hier. Da ist sie doch. Guten Tag. Kommandeur, ich hatte schon vermutet, dass ich euch wiedersehen würde, nachdem ihr mich vor diesen Seraphengeistern gerettet habt. Was führt euch hierher? Mir wurde gesagt, dass ihr etwas über einen gewissen Abteizugangsschlüssel wisstet. Oh, den Zugangsschlüssel zum Vorratsraum. Ich schätze, abgesehen von dem Magister Steinheiler kenne ich den als Einzige. Wir sind an diesen Tagen alle so verstreut. Viel zu viel zu tun. Habt ihr das Passwort? Wofür brauche ich ein Passwort? Ihr wisst, wer ich bin. Ich habe es. Ich habe es nicht. Ja, natürlich habe ich es. Großartig. Was ist das? Tod für Promoter? Jeder Zwerg muss seine Pflicht erfüllen. Nein. Möge der größte Zwerg mehr in der Hand führen? Nein. Da, der König von Deltrimor ist es. Bei Großmutters Bart. Ihr seid ganz schön frech. Schön, okay. Hier, Deltrimor natürlich. Das ist es. Ihr habt es. In Ordnung. Ihr könnt meine schriftliche Kopie haben. Ich habe mir alles ins Gedächtnis eingeprägt. Könnt ihr es mir vorlesen? Wie funktioniert der Zugangsschlüssel? Könnt ihr es mir vorlesen? Ein Mann, der beinahe König war, hatte einen Geist zum Kind. Am Handelsposten Hufschläge.
geschwind wie der Wind. Und einmal im Jahr, in großem Feld, ein eifriges Kind wächst in der Welt. Es gibt noch zwei weitere Zeilen, aber ich trage sie nicht bei mir. Kann ich hineingelangen ohne die anderen zwei? Nein, aber es macht euch keine Sorgen. Ich habe die andere Hälfte aus Sicherheitsgründen zurückgelassen. Ihr findet sie, wenn ihr die drei Bücher aufstöbert, auf die sich die Zeilen des Codierschlüssels beziehen. Funktioniert dieser Schlüssel? Okay. Jede Zeile des Gedichts ist ein Hinweis auf ein Buch mit der in der Sommeruntersammlung. Ihr müsst sie finden und in der richtigen Reihenfolge berühren, um sie zu aktivieren. Sobald ihr die alle in der richtigen Reihenfolge gefunden habt, seid ihr drin. Okay, verstanden. Danke und seid vorsichtig. Okay. Können wir hier die Herausforderung noch geschwind machen? Berührt die Säule. Ui, okay. Hier, zack. Da machen wir doch ein bisschen hier, ne? Ein bisschen Power. Müsste zwar wahrscheinlich auch so passen, aber hey, man hat's ja. Musste es ja üben. Hey, aua. Sauerei. Hey. Was soll das denn? Lass das, ich hasse das. Haha, damit hat er nicht gerechnet. Erledigt. Zack, sehr schön. Gut, und dann müssen wir jetzt zur Abtei Domant, nehme ich an. Müssen wir mal auf der Karte schauen, was Zeit. 6 Minuten, ja komm. Dann gehen wir da hin. Abtei Domant. Wird es vielleicht ein etwas längerer Part? Hier müsste es, glaube ich, einen Weg rüber geben, sodass wir direkt bei der Abtei sind. Wenn mich nicht alles täuscht. Es kann mich natürlich auch alles täuschen, aber ich glaube, dem ist nicht so. Lornas Pass. Ja, was passt denn da? Oder passt da nichts? Ich weiß es nicht. So, und jetzt müssten wir quasi nahezu direkt da sein. Ja, komm, der Gildensprinter ist doch direkt nebendran. Da ist sie doch schon. Die Abtei Durmand. So, die haben wir entdeckt, ja. Gut. Gut, dass ich Bescheid weiß. Gebt euch ihm hin und ihr werdet keine Furcht mehr kennen. Nur noch Kraft. Welcher Sekte gehört der ist an? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Vielleicht so ein Jormag vom Mannartiger oder so. Keine Ahnung. Gut, let's go. Instanz betreten. Versteckte Arcana. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht das, was so ewig dauert. Hi. Hallo, hier seid ihr. Wie viel lief es? Habt ihr es bekommen? Den Zugangsschlüssel? Ja, den habe ich. Dass die einzige Person, die den Zugangsschlüssel für das Lager hat, die in der Silberwüste ist, bezeugt, wie verstreut die Abtei im Moment ist. Gut, dass ihr sie bei Fort Salma gerettet habt. Das ist absolut ungewöhnlich. Wir müssen mit Magistra Mackay sprechen. Sie zieht ein paar wirklich dicke Fäden, um uns den Zugang zur Sondersammlung zu verschaffen. Wir treffen uns mit einem Magister Steinheiler. Alles klar. Ihr wisst nicht, wer Ottgen Steinheiler ist? Cass, er ist eines der magischsten Wesen, die ich je getroffen habe. Er ist ein Zwerg, der letzte seiner Art in Tyria. Quent allein weiß, wie alt er ist. Jahrhunderte, mindestens. Erzählt Cass mir, was mit den anderen geschehen ist. Vor hunderten von Jahren verwandelten sich viele Zwerge in Steine, um Tyria vor Mordos Champion zu schützen. Die meisten haben sich im Untergrund dem Kampf gegen die Zerstörer verschrieben. Ottgen ist hier, damit dieses Opfer nie vergessen werden wird. Das erklärt sein Fachgebiet. Drachen. So, dann wollen wir mal quatschen. Guten Tag. Hallo, Hallo nochmal, Magistra. Kennt ihr schon? Willkommen, Gelehrte. Wie nett, euch wiederzusehen. Ich hoffe, der Brunnen eures Wissens hat sich inzwischen vertieft. Frau Magistra dokumentiert Mordremos Erwachen und Tun. Meine praktischen Erfahrungen erleichtern mir die Forschung und Aufzeichnung sehr. Magister Steinheiler wird euch helfen, Informationen über die Altdrachen zu sammeln. Er erklärt sich selten zu so etwas bereit. Ich warne euch, er ist recht alt und wenig geduldig. Er ist der Letzte seiner Art. Wir werden natürlich äußerst respektvoll sein. Ich bringe euch zum Eingang der Sondersammlung. Archivarin Ernstwort führt euch weiter.
Ihr habt die Verschlüsselung? Ja, wir haben sie. Sehr gut. Folgt mir. Einmal hier über alles drüber latschen. Ernsthaft, was sind das für Mini-Leute, die hier sitzen sollen? Keine Ahnung. Aber gut. War jetzt nicht noch was Witziges mit einem Koch? Vergesst nicht, die Waffen müssen in der Nähe der Tür sein. Möglich, dass wir sie rasch brauchen. Hallo, Gelehrte. Ich warte immer noch auf diese Gegenstandslisten. Und da flitzt sie auch schon. Ach, der Ochsenknochen. Ja, den kennen wir doch. Also, ich kenne den zumindest. Wegen meinem Chefkoch-Erfolg da. Zum millionsten Mal. Es gibt keine kulinarische Verwendung für Blutsteinstaub. Basta. Lebewesen damit zu füttern, kann nichts Gutes bringen. Wer weiß. Ich nehme den Staub mit und mache einen Imbissstand auf. Ich werde reich. Stören wir bei etwas Wichtigem, Küchenmeister? Nein, Frau Magistra. Wir haben nur einen kleinen fachlichen Disput. Sind dies die Besucher, die ihr erwähntet? Ja. Sie haben Magister Steinheilers Segen, die Sondersammlung zu besuchen. Ich habe die Schutzzauber schon angepasst, damit sie herein können. Und die Archivarin ist vorgewarnt, dass sie kommen. Ich zeige euch, wie man das macht. Seid vorsichtig dort unten. Folgt mir bitte. Okay, ich probier's mal. Ringelgasse. Upsi. Wobei, genau hier wollte ich hin. Ach ja, ich liebe diesen Ort. Dies ist die Sondersammlung der Abtei. Sie ist bestens gesichert, aus Gründen, die ihr bald verstehen werdet. Seht euch nur um. Wir bitten euch lediglich, die Artefakte mit Vorsicht zu behandeln und nichts mitzunehmen. Ich muss zurück zur Arbeit. Archivarin Ernstwort ist hier irgendwo. Sie führt euch zu Magister Steinheiler. Okay. Ja gut, wir haben jetzt 1752, also 1952. Heißt, halbe Stunde habe ich noch, um das fertig zu bekommen. Das dürfte doch machbar sein. Hier, so, da ist das... Ja, ich muss mal ein ernstes Wort mit dir reden, Archivarin. Hä? Liefert ihr etwas? Ich bin unter magischen Gegenständen förmlich begraben. Ich habe nicht genug Schreiber, aber jedes Stück muss kategorisiert werden. Ich bin in Eile. Magister Steinheiler wartet auf mich. Dann werde ich euch mal behilflich sein. Womit kann ich dienen? Wie entziffere ich diese Regalnummern? Das N ist die Himmelsrichtung im Hauptanbau. Manche Nischen sind im Süden, andere im Norden. Die zweite Ziffer verweist auf die Etage und die letzte auf die Nische. Ah, genau das habe ich gebraucht. Vielen Dank. Okay. Gelesene Bücher 0 von 3. Gut. Jetzt müssen wir die Bücher nur noch finden. So. Let's go. Ja. Abgekürzt. Und das Interessante ist, hier gibt es halt auch Bücher. Ich glaube, irgendwo hier hinten ist unten auch eins. Das ist eine kleine Anspielung auf eine Quest aus dem Guild Wars 1 Tutorial mit dem schwarzen Moor. Gibt es, glaube ich, hier irgendwo ein Buch. Ist ganz nett gemacht. Let's go. Weiterlesen. 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 Das interessiert uns jetzt nicht. Wer es wissen will, kann ja einfach mal das Video an der entsprechenden Stelle pausieren. So, Zentrauren. Interagieren. In einer Reihe von Berichten aus dem Hinterland. Zentrauren können vielenorts angetroffen werden. Ja, das ist schön. Und gehören zu den vielen Völkern, die von den Menschen verdrängt worden sind. Das habe ich mir schon gedacht. Okay. Gut. Die Sammlung schließen wir. Das ist jetzt schon wieder oben. Okay. Echt, waren die so nah aneinander oder ist das Zufall? Also ich erinnere mich, dass ich da teilweise wirklich in alle möglichen Richtungen gelaufen bin. Ist das Zufall, welche Bücher man lesen muss? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber vielleicht verwechsel ich es auch mit was anderem. Ich glaube, man kommt hier mehrfach her. Ja. Der... Okay, cool. Jedes Jahr konkurrieren 9. Okay, cool. Buch schließen. Na, super Sach. Was? Lest die verbliebenen Bücher. Ach so. Ey. Ein Kommentar. Für den Golem-Aufstand. Okay. Ah, Verwalter Gigs. Dann rat das um. Ja, hier Desaster und hier Golem-Verhältnis von 1 zu 10. Ja, cool.
Potenzial für eine Katastrophe. Ja, schön. Und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Cool. Ja. Ihr werdet nicht glauben, was dann passieren wird. Albtraumhöflinge, ja, okay. Fortbotens Albtraum. Geht's hier dann um Zitate, okay. Geht's hier dann um Silvari oder wie? Gelehrte Katrin. Schatten des Drachen, okay, er sei unsterblich, cool. Und jetzt geht's los. Und der steht da einfach so. Da steht das so vor dem Regal und dachte sich nur, verdammt, das wollte ich doch noch lesen. Und jetzt ist es im Boden verschwunden. Was für ein Scheißmechanismus. Okay. Irgendwo gibt es hier ein Buch von wegen der Schwarze Moor oder so. Und der Schwarze Moor, wenn ich es recht im Kopf habe, war eine Quest, Tutorial-Quest in Guild Wars 1. Wo man einen schwarzen Moor finden sollte. Tengu, Tyrias Geschichte, König der Zwerge, okay. Und das Ende vom... Ach, das ist nicht hier, okay. Das Ende vom Lied war dann, glaube ich, halt das... Ah, nein, Moor, war das hier? Ja, das Kinderbuch von Pitney erzählt die amüsante Geschichte eines Moor, der ständig in Schwierigkeiten gerät, und des Bauern, der sich um das Tier kümmert. Als der Moor seinen Stall verließ, rief der Bauer, nein, Moor! Doch der Vogel wollte nicht hören. Der Bauer folgte ihm und rief, nein, Moor! Aber als der Vogel beinahe einem hungrigen Char zur Speise wurde, der Bauer rief wieder, nein, Moor! Als das Tier in die Katakomben flüchtete, und da musste man auch dann nach dem Moor suchen, nämlich, um den Char zu entrinnen. Und Pitney war aber auch tatsächlich der Bauer, wenn ich mich recht erinnere. Zögerlich folgte der Bauer dem Moor in die Dunkelheit, mit schlottrigen Knien sprach er, ja, Moor! Als der Vogel gleichsam verängstigt und zitternd auf zittrigen Stelzen zu ihm lief. Okay. Also ja, man hatte da der Schwarze Moor, eine persönliche Geschichte. Aha. Rutgen von Helzer beschreibt einen fleischfressenden Vogel, der von Kurzigs gefürchtet ist, respektiert und in den Legenden schmückt. Fing alles damit an. Folie, okay. Also ja, die beiden Bücher, das sind auf jeden Fall eine Anspielung auf Guild Wars 1. Schwarze Moor. Ich glaube, das gab es auch tatsächlich auch als Quest in Guild Wars 1. Aber dann habe ich es ja wohl verwechselt. Dann war das Schwarze Moor nochmal was anderes. Aber ja, also es gibt hier auch auf jeden Fall die ein oder andere Anspielung, die man finden kann. Ist ganz nett gemacht. So, aber da ist er, der Steinheiler. Guten Tag. Ach, wir müssen noch wieder auf die beiden Lahmen da warten. Macht hinne! Das gibt's auf der Bobbes! So kommt ihr erst jetzt? Den Code von Exploratorin Campbell zu bekommen, hat etwas gedauert. Bitte verzeiht die Unannehmlichkeit. Also, verplempert nicht meine Zeit. Was sucht ihr? Ja, wir kommen eher so erst jetzt, weil ihr euch hier nicht beeilt habt. Okay, egal. Sagt der in den Büchern gewälzt hat. Ja, da haben sie einen Punkt. Gut. Sprecht, diese alten Ohren sind schlechter als meine alten Augen. Und noch schlechter als mein alter... Ah, schon gut. Magister, ich bin Zweikrieg. Wir kennen uns. Ja, ich erinnere mich an euch. Aber ist es nicht die Zeit für nostalgische Gefühle? Kommt bitte zum Punkt. Ich benötige Informationen darüber, wie ich mit Mordremov fertig werden kann. Ich glaube vielmehr, dass ihr Informationen darüber benötigt, was eure Vision vom blassen Baum zu bedeuten hat. Was? Wie habt ihr... Es gibt da jene, die sich dafür interessieren. Man hat mich vorgewarnt, dass ihr mich womöglich aufsuchen werdet. Die Herausforderungen, denen ihr euch stellt, bleiben nicht unbemerkt. Wer? Alles zu seiner Zeit. Wisset ihr doch, dass sie nur das Beste für Tyria wollen. Hier, das ist es, wonach ihr sucht. Dieses Artefakt. Na los, schaut's ruhig genau an. Was ist denn das? Fragt nicht, untersucht's und ihr werdet sehen, wie ihr wünscht. Okay. Okay, wenn jetzt das kommt, was ich glaube, das kommt, dann könnte das jetzt eine ganze Weile dauern. Und dann werde ich an dieser Stelle tatsächlich den Part lieber splitten und sonst halt die Instanz hier bis hierhin nochmal spielen und dann mit euch zusammen hier diese Sanduhr anschauen. Aber wir schauen uns jetzt erstmal an. Weil ich glaube, da kommt jetzt was echt Nerviges. Let's go.
Dieses verzierte Sanduhr ist aus wertvollen Metallen geformt und wird von einem spürbaren magischen Aura umgeben. Untersucht das Artefakt. Seid nicht schüchtern, ihr könnt es ruhig berühren. Okay. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Upsi. Orientiert euch neu. Okay, das ist genau das, was ich befürchtet habe. Und das hier braucht durchaus auch gerne nochmal seine 20 Minuten, eine halbe Stunde, keine Ahnung. Also kann brauchen, weil hier halt auch echt nervige Gegner kommen. Und ja, deswegen, ich bin froh, wenn ich das hier dann hinter uns habe, wenn wir das hier hinter uns haben. Weil das ist, also es ist cool gemacht, es sieht unglaublich cool aus und die Ideen sind auch cool, aber die Gegner sind manchmal echt ein bisschen, nee. Dementsprechend soll es das für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Guild Wars 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.